Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von eVision Live mit Dr. Alexander Kleeberg und Dietrich Busacker. Herzlich willkommen in einem glücklichen, gesunden und erfüllten Leben. Wir sind etwas aus dem Rhythmus gefallen, so wie Alexandra sagen würde. Wir haben einen anderen Rhythmus angenommen. Denn wir haben jetzt zweimal eVision Live ist ausgefallen. Einmal, weil es uns ein bisschen, wir unterwegs waren und ein bisschen kränklich waren. Und ich war nicht kränklich. Ich aber. Okay. Ich hatte eine, kann ich auch eine Story zu erzählen, ich hatte eine richtige Lebensmittelvergiftung. Ja. Deswegen konnte ich nicht. Und und die andere Geschichte ist, wir haben ein neues Projekt, das wir euch vorstellen möchten. Und dieses heißt Cancer und Co. oder Krebs und Co. Krebs verstehen, vorbeugen, verwandeln. Wir sind eigentlich, so neu ist es gar nicht, seit einem Vierteljahr unterwegs und machen Interviews mit Professoren, mit Doktoren und Doktorinnen und Praktikern und Praktikerinnen und mit vielen, vielen Betroffenen, die ihre ureigenen Heilungswege nach der Diagnose Krebs gefunden haben. Wir wollen einfach Licht in dieses Dunkel bringen. Krebs ist für mich so ein Schatten, der über unsere Gesellschaft oder durch unsere Gesellschaft kreucht, den wir gerne vermeiden. Das war früher bei mir auch so. Und inzwischen habe ich mich entschieden, auf das Positive zu fokussieren. Das heißt, auf die Heilungsgeschichten, aber vielleicht auch auf das Positive, was in dieser Erkrankung ist. Weil viele, die wir interviewen, mit denen wir sprechen, sagen, das ist für mich ein Weckruf gewesen, nochmal wirklich völlig anders mich auszurichten in diesem Leben. Und dieses ist eine ganz tolle Erfahrung, die wir im Moment gerade machen und wo wir durchgehen. Daran möchten wir euch teilhaben lassen. Und ja, diese Geschichte mit diesem Schatten, und es ist einfach nicht so, da muss kein Schatten sein und ist zwar, manches ist schrecklich, aber es ist so viel Hoffnung da, was wir an tollen Heilungsstories erlebt haben, was wir auch von der Wissenschaft mitbekommen haben, von neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen. Mhm. Es ist einfach so irre, das möchten wir weitergeben. Und darauf konzentrieren wir in den nächsten Monaten unsere Arbeit. Das Symposium, das vom 8. bis 10. November in Frankfurt stattfindet, in Königstein vielmehr bei Frankfurt. Und anschließend ab dem 12. November der Online-Kongress Krebs und Co. Und dazu haben wir uns aber was ganz Besonderes überlegt. Wir wollen euch in der Vorbereitung teilhaben lassen. Und dieses Besondere ist ein Weckruf, und zwar? Genau, wir haben uns überlegt, es ist von heute noch 100 Tage bis zu unserem Symposium. Und bei mir kommen eigentlich jeden Tag neue Erkenntnisse, weil ich jeden Tag auch neue Kontakte habe mit Menschen, die in diesem Umfeld von Krebs arbeiten, leiden oder sich auch entwickeln. Und wie gesagt, wir wollen ermutigen, auch wenn es ein Prozess ist, der auch immer wieder durch das, was wir jungianisch sagen, die tiefe Nacht der Seele führt. Trotzdem wollen wir ermutigen, Heilungsmöglichkeiten aufzeigen und vor allen Dingen so ein bisschen das systematisieren, weil es erscheint fast jede Heilungsgeschichte sehr individuell und man sagt, na gut, wie soll jetzt mein Weg aussehen? Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Strukturen, die wir mit Ärzten, Ärztinnen, Onkologen, Heilpraktikern und in diesen ganzen vielen Gesprächen auch erarbeitet haben. Und wir haben uns entschieden, 100 Tage lang jeden Tag sozusagen so ein Highlight, eine Einsicht, eine Erfahrung, eine Weisheit. Einen Mini-Weckruf in die Online-Medien zu stellen. Genau. Und zwar jeden Tag so eine Minute, vielleicht wird es auch mal im Ticken länger werden. Mit Intro, Outro ist es höchstens 2 Minuten. Und mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe jetzt schon einige gesprochen. Es sind nicht alle live, weil manchmal rattert das so im Gehirn und dann will das einfach raus. Es hilft mir selber, mich zu strukturieren und Dinge festzuhalten, die ich für wesentlich halte und die einfach weiterzugeben aus unseren Erfahrungen jetzt in diesem Umfeld. Und die kommen täglich. Sie kommen auf Facebook, sie kommen auf YouTube, sie kommen auf Instagram. Ihr könnt uns also auf ganz unterschiedlichen Kanälen verfolgen. Ja, und es gibt die Möglichkeit, das ist noch nicht ganz fertig eingerichtet, aber sich auch sozusagen das, unten tun wir einen Link hin, zu abonnieren. Das ist auf unserer Seite www.collectivehealing.com/symposium.
Das ist das Symposium, genau. Da gibt es auch einen Anmeldelink. Dann würde das, könnte man das auch als E-Mail sich schicken lassen. Aber das wird so ähnlich sein wie das Herzlicht. Eine kurze Inspiration jeden Tag. Und ich freue mich total darauf. Das wird bestimmt spannend werden. Was passiert mit eVision Live? Das schauen wir einfach mal. Wir haben ja immer wieder Interviews. Vielleicht schneiden wir da mal Teile raus, Also wir werden jetzt nicht mehr jeden Dienstag eVision Live machen, sondern wir werden es dann nur noch ungefähr einmal im Monat machen. Aber dafür kriegt ihr uns jeden Tag mit einer kurzen 1 Minute Weckruf. Und wie gesagt, vielleicht zu dem Weckruf ist noch, den spreche manchmal ich, manchmal sprichst du ihn, manchmal spricht ihn Bettina, vielleicht kommen auch noch andere Leute in das Feld, weil jeder hat andere Erkenntnisse nach dem, was wir gerade machen. Und es ist eine sehr faszinierende Reise. Ich nenne sie die Reise des Helden, der Heldin. Und diese Helden und Heldinnen sind sowohl natürlich die Menschen, die sich selber geheilt haben, aber es sind auch die Ärzte und Ärztinnen, die da sozusagen weitergehen als das medizinische Denken, auch die Psychotherapeuten, die da versuchen, auch Grenzen zu überwinden und nochmal ganz neue Ansätze zu finden. Also ich lade dich einfach ein, dich mitzubegeben auf die Reise des Helden durch Der tiefe Heldin. Schluchten, der Heldin durch Höhen, um dieses Monsterkrebs sozusagen zu stellen und uns anzuschauen und den Schatz dahinter zu Ah finden. ja, genau, jetzt sind wir wieder bei der Methodologie. Also, herzlich willkommen ab, ja, wann geht es los? Heute Heute. Nacht. Heute Nacht geht's Ab los. heute Nacht geht es los. Morgen früh, spätestens findest du es dann alles auf den Online-Medien. Und ja, sei dabei Und auf. leite es weiter an Menschen, die vielleicht Krebs haben, die so eine tägliche Unterstützung brauchen oder die Angehörige haben, die leiden, weil wir haben auch viele Interviews mit Angehörigen Oder gemacht. mit Also Krebspatienten arbeiten. ja, und vielleicht kann man auch sagen, es geht eigentlich nicht nur um Krebs. Ich glaube, was wir da erfahren, das hat mit Kranksein schlechthin auch viel zu tun, mit chronischen Krankheiten, die in dieser Gesellschaft ja immer mehr werden. Ja. Also teile es einfach weiter und gib uns Feedback, ob das ein gutes Format ist, wie das ankommt, was du dir wünschst und so weiter. Ja, das können wir nämlich dann gleich mit aufgreifen, ist ganz einfach. Und ich denke, es ist einfach wichtig, es leicht zu teilen. 1 Minute, das kann man leicht mal einfach noch posten, das kann man noch weiterleiten, das kann man Freunden weiterleiten Genau. und Freundinnen und das gemeinsam sich inspirieren lassen. Und in dem Sinne hoffen wir euch spätestens morgen früh dann in der Form zu sehen. Auf geht's.